Herzlich willkommen zurück zu Reif ist live. Ja, es ist das Kalenderjahr der Turniere. Die Frauen-EM beginnt jetzt in England an diesem Donnerstag und Mittwoch ist es schon soweit und im Winter dann die WM der Männer in Katar. Wir wollen mal schauen, wie die deutschen Frauen eingetaktet sind in ihrer Vorrundengruppe, um ein Gefühl für die Spiele zu bekommen. Durchaus ja mit zweistelligen Millionenquoten zu rechnen. Wir starten gegen Dänemark am 8.7., dann gegen Spanien am 12.7. und Finnland dann der dritte Gruppengegner am 16.7. Herr Reif, wir haben gerade gesprochen, der Ball rollt wieder. Es gibt jetzt Turnier. Wie verfolgen Sie Frauen-EM, Frauen-WM? Steigen Sie eher zu den K.O.-Spielen ein? Ist das fester Bestandteil Ihres TV-Guckplans? Nein, sicher nicht alle Gruppenspiele anderer Mannschaften. Also, ich werde ja nicht alles gucken, was man bei einer sonst vielleicht eher macht. Aber auch da, auch bei Männer-WM gibt es dann so in der Vorrunde Spiele, da ich, das muss ich jetzt gerade nicht machen. Aber die deutschen Spiele werde ich mir sicher angucken und dann, wenn es um was geht, selbst wenn ich dachte, ach, muss es sein? Doch, ja. Dann. Der Ball wird einen schon wieder in Bann ziehen. K.O. ist K.O. Immer rund um Frauenturniere gibt es die Diskussion der Siegprämien. Die sind bei den Männern deutlich höher. 400.000 Euro wären es da pro Mann gewesen. 60.000 Euro sind es jetzt pro Frau. Die Argumente sind immer die gleichen. Die einen sagen, man müsste es einfach gleich machen, weil es ist Frauennationalmannschaft, Herrennationalmannschaft, ein DFB. Die anderen sagen, bei den Männern wird einfach auch deutlich mehr Geld verdient. Insofern kann man auch mehr ausgeben. Gehören Sie zu einem der beiden Lager oder können Sie uns mit einer dritten Position erfreuen? Mit der salomonischen, mit der richtigen Lösung. Nein, ich bin eher bei B. Schauen Sie, in Amerika ist der Frauenfußball dominant. Ist sogar besser dotiert in vielem als der Männerfußball, weil die Nationalmannschaft halt erfolgreich ist und die spielt dann das Geld ein. Also ein bisschen müssen wir auch gucken und es gibt Verantwortliche im Frauenfußball, die das zum Glück auch so sehen. Sehr nüchtern und sehr ruhig. Wenn wir das einspielen würden, was die Männer einspielen, dann gäbe es überhaupt keine Frage, welchen Grund soll es da geben. Aber es gibt Geld zu verteilen, das muss auch reinkommen, muss reingespielt werden. Insofern, die Abstufung ist von Land zu Land anders. Da gibt es sicher noch Raum nach oben. Der Frauenfußball in Deutschland, wie ich fand, stagnierte zuletzt. Auch, wie ich höre, im Nachwuchsbereich ist da jetzt nicht alles so, wie man sich das gewünscht hatte. Auch die Performances der Nationalmannschaft waren zuletzt in den letzten Jahren nicht so, wie wir es mal gewohnt waren. Das erste Jahrzehnt dieses Jahrhunderts, Jahrtausends, wie man immer es auch nennen mag, zweimal Weltmeister geworden, 2003, ja. 2007. Der letzte EM-Titel, wo wir eine Zeit lang Dauersieger waren, war 2013, also auch schon 9 Jahre her. Und danach eine Dürre und das ist auch ein ganz normaler Vorgang. Kinder, Mädchen, Jungs genauso laufen dahin, wo Erfolg ist. Das ist bei Kindern so. Und wenn kein Erfolg ist und keine Idole oder zumindest Vorbilder, dann sucht man nach Alternativen. Also da ist jetzt Raum nach oben, aber die Mannschaft sieht ganz gut aus. Schöne Nachricht aus England ist, dass der Kartenverkauf sehr, sehr gut läuft. Also die Briten machen aus diesem Turnier wirklich ein großes Ereignis. Ja, weil der Vereinsfußball dort auch, der Frauenfußball, eine andere Dimension hat. Also Chelsea zum Beispiel hat eine super Frauenmannschaft, Arsenal. Die machen was für den Fußball, da sind die Stadien dann auch voll. Das ist anders als bei uns. Und deswegen ist so ein Turnier dort, rennt oft die Türen ein. Richtig, dann auch in ein Land zu gehen, wo man weiß, es wird eine besondere Atmosphäre auf jeden Fall herrschen. Von 700.000 Tickets insgesamt sind schon 500.000 verkauft. Und so berichten es die Veranstalter, die UEFA, 57% der Kartenkäufer sind Käufer, also Männer. Also das Vorurteil zu sagen, naja, beim Frauenfußball schauen nur Frauen zu, total absurd, wie es ja auch Unsinn ist zu behaupten, Männerfußball wird nur von Männern geschaut. Ja, Frauenfußball ist eine hochattraktive Sportart. Ich sage immer, es ist eine andere Sportart und zum Glück sehen die das ja auch so. Also Gott sei Dank haben wir nicht mehr die Diskussion, das sieht fast so aus wie Männerfußball. Völliger Irrsinn.
einfach mal gucken, was die Definition von Frauenfußball ist. Das ist hochattraktiv, macht richtig Spaß zuzugucken. Also, wir drücken auf jeden Fall die Daumen natürlich unserer Frauennationalmannschaft, die jetzt bei der Europameisterschaft in England versuchen wird, in der auf jeden Fall die K.O.-Runde zunächst zu erreichen und dann möglichst weit zu kommen. Favorit sind wir nicht. Und das wiederum haben sie ja mit den Männern gemeinsam, die es dann in Katar im Winter probieren werden. Ja, wenn wir schon gerade bei Frauen sind, die erfolgreich auf der Insel Sport treiben, dann müssen wir ganz kurz noch über Wimbledon reden. Wir haben plötzlich ein deutsches Wimbledon-Viertelfinale. Tatjana Maria gegen Jule Niemeyer in einem Jahr und, Entschuldigung für den Themensprung, in dem Boris Becker nicht weit entfernt im Gefängnis sitzt. Es ist immer noch absurd, oder? Ich mag den Zusammenhang nicht sehen. Nee, ich sehe ihn auch nicht, aber er ist einfach einer, der eine noch mal mehr... Ja, ich weiß nicht, das kann doch alles immer noch nicht wahr sein, dass Boris Becker dort im Gefängnis sitzt und wir uns jetzt über ein deutsches Viertelfinale freuen. Und nicht mit den notorisch Verdächtigen. Sondern... Zwei Namen, also ja, spielen schon länger Tennis, aber wenn mir einer gesagt hätte, die zwei spielen Viertelfinale aus und wir haben eine Halbfinalistin damit. Hervorragende Analyse, Herr Reif. Auf sicher. Es schafft eine deutsche Spielerin ins Halbfinale. Ja, wir sind gespannt, wie es ausgeht. Am Dienstag findet es statt und das wäre natürlich Wahnsinn, wenn ausgerechnet in diesem Jahr vielleicht sogar eine deutsche Frau das Finale in Wimbledon erreicht und Boris Becker das Ganze aus dem Gefängnis miterlebt und sicherlich mitfiebert. Das war's heute von uns, Herr Reif. Vielen Dank, dass Sie wieder am Start waren. Wir werden wieder für Sie da sein am Freitag um 14 Uhr mit der nächsten Ausgabe von Reif ist live. Mal sehen, ob es bei Lewandowski bis dahin dann was Neues gegeben hat. Auf jeden Fall werden wir uns mit ihm hier beschäftigen, denn das sind jetzt die Tage der Entscheidung bei Lewandowski. Und sobald was passiert, bei Bild live, bei Bild.de, der Bild-Zeitung und am Freitag bei Reif ist live. Vielen Dank nochmal, Herr Reif. Danke fürs Zuschauen, Zuhören. Bis dann.